Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Straßencocktailbox von Oleg Sesh. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Straßencocktail von Oleg Sesh aus dem Jahr 2015. Wir haben hier eine schwarze Box mit rotem Aufdruck, mit roter Schrift. Und hier in der Mitte haben wir groß Oleg Sesh abgebildet. 385 Ideal präsentiert Oleg Sesh Straßencocktail. Und dann haben wir hier den Interpreten mit Lederjacke abgebildet. Und hier im Inneren der Lederjacke befindet sich diverse Ware, in dem Fall Musik. Und zwar sehen wir hier zum Beispiel das Cover von Straßencocktail oder hier Nu Etada oder hier Master, Siskat etc. Und die Leute reißen es ihm förmlich aus der Hand. Von allen Seiten kommt hier Geld bzw. auch Schmuck, der hier zur Bezahlung angeboten wird. Auf jeden Fall ein schönes Cover. Rundherum die Box in Schwarz und Rot gehalten. Hier lesen wir auch nochmal 385 Ideal präsentiert Oleg Sesh Straßencocktail. Oben und unten jeweils schwarz und links auch nochmals Oleg Sesh Straßencocktail. Die Rückseite ebenfalls blank schwarz und dann haben wir hier noch einen Barcode und Credits zum Album. Das Ganze eine reguläre Klappbox. Wir machen das Ganze dann hier auf. So, und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal so einen Bucket Hat, also so einen Anglerhut. Dann haben wir Sticker, zwei Stück, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Eine Autogrammkarte, ein Poster, zwei Poster, drei Poster und das Album an sich im Digipack. Von innen die Box schwarz und hier haben wir noch so einen Aufbau, so einen Einleger, wo das Album Platz findet. Das Ganze mal zur Seite. Wie immer starten wir mit dem Album an sich und ich habe mich geirrt, es ist gar kein Digipack, sondern es ist so ein spezieller Pappschuber, so eine Pappschuberbox. Und zwar kann man das Ganze dann hier öffnen. Und hier kommen dann die Sachen zum Vorschein. Der Pappschuber sieht vom Cover her aus, wie auch schon die Box. Oleg Sesh Straßencocktail. Lesen wir auch nochmal hier. Oben und unten in Schwarz, Rot und Weiß, beziehungsweise hier zieht sich das Bild des Covers durch. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist des ersten Albums, also des Albums Straßencocktail. Das sind in dem Fall 18 Tracks. Keine Features, soweit ich erkennen kann. Kommen wir dann gleich noch dazu. Detaillierter, wenn wir uns das Album anschauen. Und dann haben wir noch Barcode und Credits. Und das Spannende ist, hier haben wir noch Funkadelic plus Siskat. Also zwei Bonus-Alben, Mixtapes mehr oder weniger. Die hier in dieser Papphülle, in diesem Pappschuber hier Platz gefunden haben. Gut, wir starten mit dem Album an sich, Straßencocktail. Bevor wir zu den zwei anderen kommen, auch hier lesen wir nochmal Straßencocktail, Cover wie auch schon auf der Box, Oleg Sesh Straßencocktail und dann haben wir hier nochmal die 18 Tracks, also allesamt Solo-Tracks. Dann werfen wir mal einen Blick in das Booklet. Als erstes kommt uns hier entgegen ein Tourflyer zur Straßencocktail-Tour 2015. Das waren die Dates. Rückseite blank. Dann haben wir, bevor wir zum Booklet kommen, noch etwas. Und zwar einen Flyer bezüglich Oleg Sesh oder 385 Ideal Merch. So, aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Booklet. Cover kennen wir. Dann haben wir hier einmal die Tracklist von Straßencocktail. Inklusive der Infos, wer daran beteiligt war, wer das Ganze produziert hat. Und wir sehen es hier nochmal, 18 Solo-Tracks. Oleg Sesh hier abgebildet, gerade am Rauchen. Dann haben wir hier die Info zum Funkadelic Mixtape. Und das ist in dem Fall hier in diesem Booklet mit dabei, da diese beiden hier in Digi-Sleeves in Papphüllen kommen und hier kein Booklet mehr dabei ist, hat man alle drei Alben in diesem Booklet hier verarbeitet. Und zwar haben wir die Tracklists zu dem Funkadelic Mixtape, 9 Tracks an der Zahl.
Dann hier eine Abbildung von Oleg Sesh und das dürften dann Aye und Ramazan sein, die hier mit abgebildet sind. Hier auch nochmals. Dann haben wir hier nochmal die Tracklist zum C-Scut Mixtape. Ich nehme an, ja, das ist auf der Hülle auch nochmal zu sehen. Schauen Sie nochmal im Detail an. Und dann zum Abschluss nochmal die Credits zum Album. Wer hat das produziert? Social Media Auftritte etc. Und hier noch eine umfangreiche Danksagung. 385i. Gut, dann machen wir das Ganze wieder rein. Einmal das Booklet, einmal diesen Info-Flyer, diesen Merch-Flyer und dann auch noch die Tour-Dates. So, die CD, wie auch schon das Cover hier, Oleg Sesh mit der Lederjacke und der Ware abgebildet. Auf der Rückseite Oleg Sesh mit zwei Mittelfingern für uns. So, dann kommen wir zum ersten Mixtape und zwar zum Funkadelic Mixtape. So sieht das aus, Oleg Sesh hier mit Brille und Lederanglerhut. Nachdenkliche Pose. Und zwar haben wir hier 9 Tracks an der Zahl. Und das sind auch allesamt Solo-Tracks von Oleg. Also 18 Tracks auf dem Album plus 9 Tracks hier auf dem Funkadelic Mixtape. Wie auch schon das Cover auch hier auf der CD zu sehen. Kommt in einem Digisleeve, in so einer Papphülle. Und als drittes Album bzw. als Mixtape kommt dann das C-Scut Mixtape, das eben mit diesen beiden Herrschaften hier aufgenommen wurde, mit Aye und Ramazan. Oleg Sesh präsentiert C-Scut. Und dann haben wir hier 18 Tracks. Das ist eine Menge. Ich glaube, hier ist ein Fehler passiert. Denn wir haben hier 1:1 die Tracklist nochmal abgedruckt vom Straßencocktail-Album. Das ist spannend. Also, das C-Scut Mixtape hat hier in dem Fall keine Tracklist, denn hier wurde wahrscheinlich versehentlich die Tracklist von Straßencocktail abgedruckt. Also wir haben hier die 18 Tracks. Ich war jetzt schon verwundert, weil das C-Scut Mixtape hat nur 9 Tracks. Okay, dann werde ich nochmal kurz das Booklet dann rausholen, um uns die Tracklist nochmal im Detail anzusehen. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass wir die uns hier anschauen können, weil es hier auch deutlich besser zu lesen wäre als im Booklet. So sieht die CD aus, C-Scut in schwarz, grau und rot, und auch hier kennen wir die drei Herren wieder vor einem Flugzeug stehend. Oder, es ist nicht wirklich ein Flugzeug, das Flugzeug ist hier abgeschnitten, sieht aus wie auf so einem Flugzeughangar oder so ein Museum. Gut, die Papphülle jetzt im Stich gelassen hat bezüglich der Tracklist, schauen wir nochmal ganz kurz hier rein. Und zwar, wo hatten wir es? Hier da. Das ist dann die Tracklist vom C-Scut Mixtape. Wir haben 9 Tracks. Und ihr seht schon, die meisten Tracks sind hier mit Oleg Sesh, Aye und Ramazan. Und wir haben auch noch ein Feature zusätzlich von Manuelsen, Yassin, Bilal, kommt sogar zweimal davor vor. Okay, gut. Hätten wir das auch mal geklärt. Dann haben wir zwei Sticker. Einmal diesen 385i-Sticker im Querformat in schwarz und rot. Und einmal diesen Oleg Sesh-Sticker Straßencocktail. Also das Cover nochmals einmal quadratisch. Und dann hier dieser Sticker rechteckig. Dann haben wir eine Autogrammkarte, auf der alle drei unterschrieben haben. Aye, OL und Ramazan. Die beiden mit weiß und Ramazan dann mit goldenem Stift. So sieht das aus. Rückseite blank weiß. Dann haben wir diesen Anglerhut oder diese Fischermütze. Oleg Sesh lesen wir hier. In schwarz, rot und weiß bedruckt. Der Hut ansonsten komplett in schwarz gehalten. Makito lesen wir hier. Und
Zum Material finden wir leider hier nichts. Ja, also ich muss sagen, der Stoff fühlt sich recht dünn an. Kann man sich auch gut im Sommer tragen. Ich bin jetzt generell nicht so der Fan von solchen Fischermützen, von solchen Anglerhüten. Aber wem es gefällt, der kann das natürlich tragen. Aber rein vom Design, dieses Schwarz, Rot und Weiß, gefällt mir richtig gut. Und dann haben wir noch drei Poster an der Zahl. Und zwar haben wir einmal dieses Poster hier. Straßencocktail im Hochformat. So sieht das aus. Einseitig bedruckt. Dann haben wir ein zweites Poster. Funkadelic. Ebenfalls im Hochformat und einseitig bedruckt. Also die zwei Cover. Und dann haben wir noch ein drittes Poster. Und wie sollte es anders sein, auf diesem dann das Seascut Cover. Also alle drei Alben, alle drei Cover der Alben nochmals hier als einseitige Poster verpackt. Sehr schön. Ja, das war's mit dem Inhalt von Straßencocktail. Wir fassen nochmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die drei eben gezeigten Poster, allesamt einseitig bedruckt im Hochformat. Dieser Anglerhut in Schwarz, Rot und Weiß mit Olexesh beschriftet. Die Autogrammkarte, unterschrieben von allen drei Künstlern. Diese beiden Sticker, einmal quadratisch, einmal im Querformat. Das Funkadelic Mixtape mit 9 Tracks. Das Seascut Mixtape ebenfalls mit 9 Tracks. Und das Album an sich, Straßencocktail mit 18 Tracks. Wobei wir insgesamt auf 36 Tracks kommen und diese kommen in diesem schönen Pappschuber, in dieser kleinen Papphülle. Das alles in dieser wunderbaren Box Straßencocktail von Olexesh. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Olexesh unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.